hier gerade bei Marelle im Laden und die hat hier so ein Aquascape-Dojo. Das heißt, man kann sich hier so ein Becken vorstellen und dann irgendwie planen. Ihr seht, ich arbeite gerne mit Schiefer und Holz. Was hier natürlich fehlt, sind die Pflanzen. Also hier hinten müsste irgendwas Großes, Pflanzenmäßiges hin. Hier vorne irgendwo sowas Kleines, hier nur so Moos. So stelle ich mir das gut vor. Ich bin jetzt aber auch kein Aquascaper. Deswegen würde ich sagen, fragen wir doch Marelle mal, ob die auch mal irgendwas bastelt und ob das dann schöner aussieht als bei mir. Ja, ich habe mir dabei gedacht, ich kann ja schön auf diesem Holz dann, das ist übrigens, das ist die Mangrove, da würde ich Aufsitzerpflanzen, meine geliebten Aufsitzerpflanzen draufsetzen mit Buße Phalandrin wahrscheinlich, Wavy Green, das Hennis, und dann würde ich die Rotala drumherum setzen, dass die dann so rote Akzente geben. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Jaspis.